Die Debatte allerdings, die über den Ukraine-Krieg in Deutschland geführt wird, meine Damen und Herren, die wird nicht nur in Deutschland beachtet. Die findet in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union hohe Beachtung, außerhalb der Europäischen Union hohe Beachtung und vor allem wird sie in Moskau sehr genau verfolgt. Und Herr Kollege Mützenich, Sie haben uns von dieser Stelle aus in der letzten Woche hier eine Frage gestellt. Ist es, so haben Sie gefragt, nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Das Protokoll des Deutschen Bundestages verzeichnet Beifall bei der SPD, der Linken und dem BSW sowie bei Abgeordneten der AfD und des Abgeordneten Robert Fahle. Da haben Sie sicher in eine feine Gesellschaft begeben mit dem, was Sie hier am letzten Donnerstag gesagt haben. Und zugleich, Sie werden es natürlich von hier aus bemerkt haben, eisiges Schweigen bei den Grünen, eisiges Schweigen bei der FDP, entsetztes Kopfschütteln bei der Bundesaußenministerin auf der Regierungsbank. Und wenige Minuten vorher hatte uns die Kollegin Brugger aus der Grünen-Fraktion gesagt, zur vollen Wahrheit gehört, auch Zögern und Zaudern kann am Ende zur Eskalation beitragen. Denn wenn wir, so sagt sie es weiter, denn wenn wir dem skrupellosen Kriegsverbrecher Putin signalisieren, dass wir Angst haben, dass wir streiten, dass wir uns seiner Erpressung beugen und dann zu wenig tun, dann kann auch Wladimir Putin zur Auffassung kommen, immer einen noch brutaleren Schritt weiterzugehen. Schweigen und eisiges Schweigen bei den Sozialdemokraten, bei dem, was Sie da in der letzten Woche von der Kollegin Brugger gehört haben. Und Herr Bundeskanzler, was fällt Ihnen ein zu dieser Auseinandersetzung in Ihrer Koalition? Sie haben ebenfalls schweigend auf der Regierungsbank gesessen und geben gestern bei einer Konferenz hier in Berlin zum Besten, wörtliches Zitat, die Debatte in Deutschland ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Herr Bundeskanzler, was meinen Sie mit lächerlich? Ist das Ihr Fraktionsvorsitzender? Sind das die Grünen? Ist das die FDP? Oder ist das der Zustand Ihrer Koalition, Herr Bundeskanzler? Ich will es aus meiner Sicht hier noch einmal sagen. Friedfertigkeit kann das Gegenteil von Frieden bewirken. Einem solchen skrupellosen Kriegsverbrecher kann man nicht mit Feigheit begegnen, sondern nur mit Klarheit und Entschlossenheit. Ich erspare, liebe Kollegin von der SPD, ich erspare Ihnen Zitate aus dem Artikel, den der Chef des Feuilletons der FAZ gestern geschrieben hat. Lesen Sie den Artikel, dann wissen Sie genau, was ich hier heute von dieser Stelle aus meine. Meine Damen und Herren, die Debatte, Herr Bundeskanzler, die in Ihrer Koalition und vor allem in Ihrer eigenen Partei spätestens seit der letzten Woche geführt wird, die ist nicht lächerlich. Diese Debatte ist gefährlich. Sie ist gefährlich für den Frieden in Europa und sie ist gefährlich für die Ukraine. Denn die muss den Eindruck gewinnen, als ob man gerade im deutschen Parlament Zweifel daran aufkommen lässt und zulässt, dass unsere Hilfe befristet ist und wir schon längst ein anderes Ziel im Auge haben. Meine Damen und Herren, der Bundeskanzler fährt morgen nach Brüssel als ein Kanzler einer Koalition in Berlin, die mittlerweile von mehreren Seiten ganz offen ihre Autorität, Herr Bundeskanzler, herausfordert und beschädigt.
Wer aber als Bundeskanzler im eigenen Land nicht in der Lage ist, eine Regierung zusammenzuhalten und zu führen, der kann auch die Führungsverantwortung nicht wahrnehmen, die in der Europäischen Union eigentlich von einem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu Recht erwartet wird. Und das ist Ihr Problem, das Sie im Gepäck haben, wenn Sie morgen und übermorgen, Herr Bundeskanzler, in Brüssel sind.